Hi Freunde, schön, dass ihr da seid. Habt ihr mich schon vermisst? Ja, wer jetzt auf die Glocke gedrückt hat beim Abo oder auf meinem Kanal, Madame kann ein bisschen besser, direkt geschaut hat, der hat gesehen, nein, es war tatsächlich nix. Also schon, aber halt kein Video. Jetzt bin ich in der letzten Zeit häufig gefragt wurde von verschiedenen Leuten, was jetzt meine Meinung ist zu diesem Cannabis-Gedöns, die Bundesregierung mit der Legalisierung des Ganzen. Ja, meine Meinung, darum geht es jetzt in diesem Video. Meine Meinungen über die unterschiedlichen Eckpunkte haben sich aber zwischenzeitlich auch schon wieder geändert zum Teil. Deswegen habe ich mir jetzt erst einmal den Georg Wurth vom Hanfverband angeguckt. Der hat es sehr gut beleuchtet, verschiedene, viele Fragen. Ich verlinke euch das unten, könnt ihr selber mal gucken. Da kommen aber noch Fragen auch dazu. Zum Beispiel, ja, was passiert jetzt mit den ehemaligen Cannabisverbrechern, mit den Straftätern, mit ihren Vorstrafen? Werden die dann gelöscht? Ist das hinfällig? Da muss man drüber nachdenken. Und ja, das Bedienen von Maschinen und schwerem Gerät, müssen wir Regelungen finden, müssen Regelungen gefunden werden. Klar, will man mit einem bekifften Pilot nach Australien fliegen, der bekiffte Schulbusfahrer. Also es gibt Regelungen, die muss man finden. Ja. Also diese Obergrenze von 15% THC, was sie da gedacht hatten, das ist ja jetzt Gott sei Dank vom Tisch. Da brauche ich mich jetzt nicht weiter zu auslassen. Das Führerscheingedöns, was da noch draus entsteht, die Fahrerlaubnis, das wird noch ein großes Hickhack geben. Wie der Pilot oder Autofahrer und alles in dem ganzen Thema. Irgendwas hindert mich also an der großen Freude über dieses Geschehen, wenn ja schon der Bundesgesundheitsminister sagt, er macht jetzt Eckpunkte und einen Gesetzesentwurf, das gibt es erst dann, wenn die EU gesagt hat, jawohl, kein Veto einlegt. Boah, da ist ja, naja, wie groß ist dann jetzt die Chance, dass der Gesetzentwurf überhaupt gemacht wird? Also muss man schon gucken. Dagegen hat natürlich unser Kanzler gesagt, dass es jetzt relativ zügig vonstatten geht. Man kann sich wundern, aber man kann auch hoffen. Ne? Also es ist alles offen, wie immer. Schwierig ist es auch dann, wenn die EU sagt, okay, wir sind einverstanden, wie man da dann messen soll, wie viel jetzt, wird es ja irgendwelche Messwerte, muss es geben. Es gibt so viele unterschiedliche Messverfahren, Messmethoden, welches wird man jetzt nehmen? Dann gibt's mit Restcannabis, der kann ja noch viel länger drin sein. Wenn man das misst, dann ist die Person, die jetzt getestet wird, aktuell gar nicht mehr berauscht, hat's aber noch im Blut. Ja, also viele Überraschungen können noch auf einen warten, was da so auf einen zukommt. Was wir jetzt schon haben im Straßenverkehr international, ist auch sehr vielseitig, an Komplexität schier nicht zu überbieten. Ich verlinke euch da unten Queen Royal Seeds, da ist recht umfangreich alles beschrieben, dass man mal weiß, was gilt denn eigentlich jetzt gerade international. Ja, und da wäre ich eigentlich mit diesem Thema zum geplanten Gesetzesentwurf, wenn die EU zustimmt, auch am Ende, können wir dann wieder weitersprechen, wenn es weitergeht. Wenn ihr Fragen habt, in den Kommentaren, sehr gerne. Gucken wir, ob es Fragen gibt, die überhaupt jetzt zu beantworten sind. Und im nächsten Video lernt ihr dann den Micha kennen, dass wir uns überhalten über seine noch in Bearbeitung befindliche Genehmigung der Kostenübernahme von seinem verordneten Cannabis. Ja, seine Atteste dürfen wir sehen, kommt also alles noch. Ne? Zurzeit ist viel los, bei euch wahrscheinlich auch. Ja, von dem her, gut Ding hat Weil. Also, bis dann, alles Gute, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid und ich muss jetzt ein kleines bisschen den Druck rausnehmen. Ich war jetzt krank, also man hört es vielleicht noch, es ist schon auf einem Ohr bin ich noch ein bisschen taub, also so Stirn-Nebenhöhlen-Geschichte zieht sich ein bisschen
Und das macht natürlich nicht so arg aktiv für Videos mache. Sehe ich eigentlich gelb aus? Also wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich mal eine YouTuberin werde, hätte ich mein Zimmer nicht gelb gestrichen. Aber das ist quasi der klare Beweis, ich bin völlig unvorbereitet in dieses Projekt geschlittert. Von dem her, dass ihr wisst, ich werde jetzt nicht jede Woche ein Video rausbringen können. Mir hängt nämlich auch noch ja einiges selbst im Privaten am Arge, wo ich machen muss. Weil als Behinderte mache ich schon recht viel, aber wir müssen noch viel mehr machen. Ja, also von dem her ist das mit dem YouTube-Ding. Ich mach weiter. Yeah. Heutzutage nimmt man keine Kartonage zum Bauen, man kann getrost den Filtern von Purise vertrauen.